Solange ich nicht eklig aussehe dadurch. Nee, du bist wunderschön. Guten Morgen. Hallo. Anmod in meinen freizeitlichen Freizeitklamotten. Es ist nachts um 4. Er sagt es. Ist das der besagte Vogel, der den Wurm fängt? Gut möglich. Ja, wie letztes Mal schon angeteasert, möchtest du nach Osaka. Der hört sich aber nicht gut an. Nee. Wie letztes Mal schon angeteasert, möchtest du ja nach Osaka aus Gründen. Ja. Und ich habe gedacht, ich fahre dich zum Flughafen. Das ist auch lieb von dir. Und mach dann gleich die Anmod. Und ja, dann können wir gleich noch ein bisschen vom Gucker mitnehmen, wenn wir jetzt zum Flughafen fahren, wie es mit Lichtern aus. Ich hoffe, dass es auch noch Lichter an sind, aber müsste eigentlich mehr als genug sein. Ich denke auch. Und das ist jetzt das 100. Und, das ich hintereinander sage. Dann melden wir uns nochmal vom Flughafen zurück, kurz, würde ich sagen. Ja. Ja, und dann alles weitere. Da muss ich gleich rein. Erzähl doch mal, warum du dich für den Flug entschieden hast, anstatt mit dem Zug zu fahren oder mit dem Auto zu fahren. Tja, wenn man in Japan mit dem Auto fährt, muss man Maut mit einkalkulieren. Und die Maut bis Osaka wären ca. 32.000 Yen gewesen. Hin und zurück. Hin und zurück. Ein Zugticket wiederum hin und zurück hätte auch so um die... Ja, 30.000 gekostet. Mit Bummelzug wäre es natürlich günstiger gewesen, da wäre ich mit bei 20.000 gewesen. Aber Fahrtdauer 9 Stunden. So, Flug. Ein Flug ist gerade schweineteuer, aber mit 30.000 immer noch die beste Alternative. Hin und zurück. Hin und zurück. Aber ich finde das gar nicht teuer. Ein Flug. Naja, normalerweise kostet der 9.000 Yen. Hin und zurück, der Flug. Warum ist der zu teuer? Ich habe keine Ahnung. Strange. Hast du denn auch an genug Masken gedacht? Ja, nicht nur an eine. Hast du denn auch an genug Kondome gedacht? Ja, nicht nur an eins. Oh, guck mal, da gehen schon ganz süße Piloten, Fritz. Das ist doch was für dich. Na, wenn sie alt genug sind. Warte mal. Das kannst du schon mal dran gewöhnen. Also für die nächste Zeit des Videos werdet ihr dieses Gesicht sehen. Jetzt ist gut. Oh, da fährt der Partybus. Oh, ich begleite dich jetzt. Ich bin jetzt dein Kameramann. Gut, ich werde dann jetzt zurückfahren. Okay. Ich hoffe, du kommst zurecht. Ich hoffe es auch. Viel Spaß und Instagram. Dankeschön. Bis dann. 20 Minuten später. So, das Check-in-Prozedere ist überstanden. Jetzt heißt es nur noch warten, bis es denn endlich losgeht. Wir haben natürlich hier schön Platz mit aufs Rollfeld reserviert. Ich hoffe, man sieht's. Gut. Ich denke mal, ich melde mich wieder aus Osaka. Thank you.
Angekommen und auch schon meinen ganzen Papierkrempelkram erledigt. Geht's jetzt auf Tour. Mal schauen, was es hier so alles zu sehen gibt. Die Burg von Osaka, werden wir mal reingehen. Ja, leider durfte man da drin nicht filmen. Aber ich habe ein paar schöne Fotos, Videos von der Terrasse gemacht, da durfte man wieder. Thank you.
dass ich gerade in einer Riesenfressmeile bin. Das wird interessant. Einkaufsmeile wirklich verdient den Namen. Unfassbar. Ich laufe hier schon seit bestimmt 20 Minuten durch die Gegend, aber ich habe was zum Mampfen gefunden. Lecker, lecker Udon. So, das ist meine Ausbeute. Feinste Udon, Tempura, Karage und ein Shrimp. Das Ganze mal für 1000 Yen. Guten Appetit. Das werde ich mir jetzt einverleiben. Ich bin wieder da. Bin da, wer noch? Din, 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 din. Nicht? So ähnlich. Er kennt's. Er kennt's. Während du nicht da warst, ist übrigens ein Auto gekommen. Oh. Aber nur eins. Das ist für das Advan-Autohaus. Ja, ich dachte so, hey, jetzt kann man da auch noch gut hinstellen. Da habe ich eigentlich nur durch Zufall entdeckt und fand ihn deswegen ziemlich. Das sieht echt gut aus, so. Also, wirklich? Er hat sogar Schrift auf den Reifen. Oh. Die Felgen sehen aus wie. Nee, doch nicht. Aber sie sind Bronze. Wie war's denn? Soweit, so gut. Erst erfolgreich, dann schön. Also muss ich quasi das Video gucken, um mehr zu erfahren. Ich könnte dir jetzt auch alles sagen, aber. Ja, guck lieber das Video. Okay, ja, also diesmal war es ein Video von nicht fette Fressen Unsinnes, das kommt nächste Mal, um ein bisschen anzuteasern, sondern Fritz verreist, unser dritter Kanal quasi. Ja, ich hoffe, euch hat der Einblick von Fritz gefallen in Osaka. Ich habe es selber noch nicht gesehen jetzt zu diesem Zeitpunkt, also hoffe ich einfach mal, dass es guter Content ist. Und wir sehen uns nächste Woche zu Fette, Fressen und Ungesundes. Euer Sumo-Team.